Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Fire Emblem Fates auf dem Weg der Offenbarung. Wir haben ja beim letzten Mal den Muff Amiibo endlich mal rekrutiert. Und wir haben ein Supportgespräch tatsächlich. Oh, verdammt, falscher Knopf. Da. Mit Azura und Silas, das machen wir mal eben kurz. Und darf ich kurz mit euch sprechen? Sicher, Silas. Wie kann ich dir helfen? Ich weiß nicht. Ich will nicht unhöflich sein, also sage ich es gerade heraus. Das hört sich unheilvoll an, aber bitte fahre fort. Es gibt keinen Grund für Geheimnisse. Das ist aber lustig. Ihr seid die größte Geheimniskrämerin der ganzen Armee. Ich fürchte, ich kann dir nicht folgen. Ihr sagt kaum etwas. Offensichtlich verheimlicht ihr etwas. Also, was hackt ihr aus? Wie bitte? Hört zu. Andere fallen vielleicht auf diese Geheimniskrämerei herein, aber ich nicht. Der Krieg ist an einem kritischen Punkt. Wir dürfen jetzt nicht unachtsam werden. Ich stelle eure Treue ernsthaft in Frage. Ihr seid keine Spionin, oder? Silas, entschuldige, wenn du diesen Eindruck hast, aber ich bin keine. Ehrlich gesagt, habe ich keine Geheimnisse. Und ich intrigiere auch nicht gegen unsere Freunde. Unsere Freunde? Ich erzähle euch mal was. Mein engster Freund vertraut euch. Wenn ihr Sefi verratet, vergebe ich euch niemals, versteht ihr? Vollkommen. Ja, ich glaube, im Herrschaftszweig der Geschichte wäre dieser Support angebrachter. Der arme Marv kann keinen einzigen Support haben. Er wird für immer alleine sein. Während wir eine Fülle an Supports haben. Aber gut, gehen wir erstmal in den nächsten Kampf. So, wir haben noch einen Heldenkampf mit Lucina. Den machen wir aber später. Wir machen jetzt endlich erstmal mit Kapitel 16 weiter. Kapitel 16. Weiße Flammen. Kein Nurascher Angriff schafft es durch meine Verteidigung. Meladrioma vertraute mir und Milady Hinoka den Schutz des Schlosses an. Selbst wenn es mich mein Leben kosten sollte, werde ich nicht scheitern. Keine Sorge, Yukimura, ich bin zurück. Meladrioma. Schon zwei weniger. Bist du bereit für mehr, Scarlet? Oh, worauf ihr euch verlassen könnt. Mein Lord Ryoma, ich bin froh, dass ihr unversehrt zurückgekehrt seid. Es ist schön, zurück zu sein. Tut mir leid, dass du dich so lange um alles kümmern musstest. Hey, eure Brille ist aber ziemlich flott. Könnt ihr mir sagen, wo ich eine solche herbekommen kann? Wie bitte? Wer seid ihr? Ich vergaß, sie vorzustellen. Das ist Scarlet. Sie war Mitglied einer Widerstandsgruppe in Nor. Wir wurden in Chief Freunde und sie kehrte mit mir zurück, um mir zu helfen. Einige ihrer Krieger sind auch mitgekommen. Sie helfen, um Schloss Shirasagi zu verteidigen. Freut mich, euch kennenzulernen. Die Freude ist ganz meinerseits. Hey. Übrigens, Yukimura, ich traf Sefi zufällig in Estra. Milady Sefi hat es bis dorthin geschafft. Yes. In der Tat, sie bat mich, sie dabei zu unterstützen, die Kämpfe zu beenden. Sie sagte mir das Gleiche, als wir uns in der Feste Jinja trafen. Sie sagte, wenn ich ihr helfen wolle, soll ich sie an der bodenlosen Schlucht treffen. Und ich solle dort sein, bevor der Himmel über Hoshido und Noor sich verfärbt. Sefi behauptete, da wäre noch etwas, worüber sie nicht sprechen könne. Also hat sie uns das Gleiche erzählt. Ich glaube nicht, dass Sefi lügen würde. Sie besitzt Führungseigenschaften, die die Gefolgsleute anziehen. Ich erinnere mich, dass ich als Kind sogar auf sie eifersüchtig war. Sogar in diesem jungen Alter zeigte sie die Eigenschaften einer Anführerin. Ganz schön albern, auf sie eifersüchtig zu sein, nicht wahr? Meladrioma. Ich frage mich, ob das daran liegt, dass ich sie damals im Stich ließ. Was meint ihr damit? An dem Tag, an dem die Noren kamen und Sefi führten, war ich dabei. Wäre ich stärker gewesen, hätte ich sie vielleicht aufhalten können. Ich versagte als älterer Bruder. Ich wusste es damals und es schmerzt mich noch immer. Und ich weiß nicht, ob ich wirklich alles versuchte, weil ich eifersüchtig war. You mustn't. Das ist doch Unsinn. Dieses Ereignis lag außerhalb eurer Kontrolle. Ihr wart sehr jung und selbst wenn ihr so stark wie jetzt gewesen wärt, ihr dürft nicht glauben, dass ihr den Ausgang des Tages hättet ändern können. Sure. Ich weiß, Yukimura. Aber ich muss immer noch mit diesen Gefühlen zurechtkommen. Deswegen werde ich mich auch zur bodenlosen Schlucht begeben. Ich werde Sefi vertrauen und für ihr Anliegen eintreten.
Nur so kann ich mein Versäumnis, sie zu beschützen, wieder gut machen. Meoma, ich werde euch nicht um weitere Erklärungen bitten. Aber wenn ihr für Sefi kämpft, schließe ich mich euch an. Thank you. Danke sehr, Scarlett. Hallo, Ryoma. Inoka, ich sehe, du hast das Schloss sehr gut beschützt. Tut mir leid, dass ich dir das antun muss. Ich kam gerade erst, muss aber wieder weg. Sefi braucht meine Hilfe bei der bodenlosen Schlucht. Ich möchte, dass du hier bei Yukimura bleibst und die verteilst. Nein, Ryoma, dieses Mal begleite ich dich. What? Wie bitte? Ich hörte dein Gespräch mit Yukimura an. Du bist nicht der Einzige, der sich wegen der Entführung von Sefi Vorwürfe macht. Du erinnerst dich, warum ich lernte, eine Naginate zu benutzen, nicht wahr? Yes. Sicher. Damit du eines Tages Sefi retten kannst, oder? Aha. Richtig. Wie sehr ich doch bedauerte, dass ich Sefi nicht beschützen konnte. Ich dachte dauernd, wäre ich nur stärker oder eine bessere Kriegerin gewesen. Ich hätte sie beschützen können. Aber an dem Tag, als sie sich für keine der beiden Königreiche entschied, fühlte ich mich verraten. Wir hatten sie gerade wieder und sie stellte sich gegen uns. Ich war von ihrer Entscheidung verblüfft, konnte aber wieder einmal nichts dagegen tun. Aber ich habe nachgedacht und bin jetzt sicher, ich helfe ihr. Ich will Sefi zeigen, dass ich an sie glaube. Als ihre ältere Schwester will ich bis zum bitteren Ende bei ihr bleiben. Ich bin nicht überrascht, dass Sturheit in dieser Familie liegt. Tut mir leid, Yukimura. Ihr müsst wohl die Verteidigung des Schlosses allein übernehmen. Ihr macht aber auch nichts ins Ärger. Keine Sorge um das Schloss, mein Lord Ryoma. Er steht bis zu eurer Rückkehr noch. Danke sehr, Yukimura. Ich habe jedoch eine Bedingung. Ihr dürft euch nicht beklagen, wenn das Schloss nicht genau in dem gleichen Zustand ist. Dem Thronsaal darf natürlich nichts geschehen. Aber ich kann nicht sicher sein, dass die Schlafzimmer, besonders eures, nicht in die Luft gesprengt werden. Im Krieg ist alles möglich, wie ihr wisst. Na, klar. Außerdem müsst ihr mir versprechen, zurückzukehren. Bushido braucht seine königliche Familie. Selbstverständlich, Yukimura. Thank you. Ich danke dir, Yukimura. Ich verspreche dir, wir werden zurückkehren. Dann wünsche ich euch viel Erfolg. Es ist Zeit zu gehen. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Der Himmel wird bald seine Farbe ändern. Die Lavafelder. Die bodenlose Schlucht. Witzig, dass da Gras im Feuer ist, was nicht brennt. Es ist niemand sonst hier. Weder Ryoma noch Prinz Zenda erscheinen. Umgestimmt, sich uns anzuschließen. Geben wir noch nicht auf. Der Himmel über No und Hoshido hat sich noch nicht ganz verfärbt. Trotzdem bleibt nicht mehr viel Zeit. Es wird immer schwieriger, den Unterschied zwischen Mittag und Nacht zu erkennen. Ich wusste nicht, wie es aussieht, wenn der Himmel seine Farbe ändert. Es kommt jemand. Das sind Hans und das norische Heer. Statt die Mithilfe von Prinz Zenda zu bekommen, werden wir nun angegriffen. Kaum zu glauben, dass er so etwas tut. Ist das deine Antwort, Zenda? Hör mir zu, Sefi. Du musst stark bleiben. Wir dürfen ihn nicht verlieren. Sonst ist alles, was wir taten, umsonst gewesen. Folgt mir, Abschaum! Wir werfen die Hoshiden und Verräter in die Schlucht. Tja, witzigerweise kann sie eigentlich nicht mal Donnermagie führen. Kommt ja nicht näher. Ich lasse nicht zu, dass jemand meine Schwester anrührt. Hey, Takumi könnt ihr haben, aber meine Schwester sind tabu. Was zum... Entschuldige, dass ich dich warten ließ, Sefi. Sorge dich nicht, wir sind gekommen, um an deiner Seite zu kämpfen. Hast du das Feindliche hergesehen? Das sieht nach einem großartigen Kampf aus. Ihr seid alle gekommen. Wunderbar, sogar Hinoka ist hier. Jetzt ist uns der Sieg sicher. Just in time. Ich freue mich, dass ihr an uns geglaubt habt, an Sefi. Oh my. Tut mir leid, diese glückliche Familienfeier zu unterbrechen, Milady Hinoka. Aber ihr vergasst uns vorzustellen, eure königlichen Getreuen. Huh? Oh, ihr seid? Yeah. Ich heiße Asama. Wenn ihr törichte Fehler macht und euch verletzt, kann ich euch heilen. Well...
Ich heiße Setsuna. Ich bin gut im Bogenschießen. Asama, du stehst auf meinem Fuß. Entschuldigung. Wie Asama schon sagte, sind diese beiden meine Getreuen. Beurteile sie nicht nach ihrem Aussehen. Sie sind da, wenn es drauf ankommt. Sefi, nach all dieser Zeit bin ich endlich bei dir. Ich bin glücklich, dass wir beide wieder Seite an Seite kämpfen können. Thank you. Dankeschön, Hinoka. Ich danke jedem, der gekommen ist. Wir haben keine Zeit für ein tränenreiches Wiedersehen. Nehmt eure Stellung ein. So, Arthur, du bleibst zu Hause. Marv, du auch. So, mehr können wir leider nicht mitnehmen. Da ist Veruca. Das ist Asura. Da ist Kidori. Jetzt wird zusammen. Ja, machen wir so. So, wir haben neue Einheiten. Wir haben hier die Gruppe um Ryoma. Ryoma kennen wir ja schon. Der hat uns ja schon ganz am Anfang des Spiels im Prolog zur Seite gestanden. Bringt jetzt auch netterweise ein Meistersiegel mit. Dann haben wir Hinoka, die haben wir ja auch schon gesehen. Im Prolog. Bringt eine Wächter-Naginata mit. Dann haben wir Setsuna, eine Bogenschützin, die Getreue von Hinoka, mit ihrer besonderen Fähigkeit Optimismus. Diese Einheit erhält die 1,5-fache Heilung durch Stäbe. Ziemlich nützlich. Auf der anderen Seite, am Anfang ist der Skill halt ganz gut, wo die Magier halt noch nicht über viel Magie verfügen oder halt Leute wie Asura wenig Magie haben. Am Ende ist der Skill relativ irrelevant, weil am Ende die Magier genug KP haben, um selbst mit einer Heilung alle KP zu heilen. Scarlet haben wir auch schon gesehen. Und wir haben Asama, den Mönch, mit dabei. Der hat als besondere Fähigkeit heilige Vergeltung. Wenn keine Waffe ausgerüstet, benachbarte Gegner erleiden halben zugefügten Schaden. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Solange er halt ein Mönch ist, kann er halt keine Waffen ausgerüstet haben. Von daher wird sich der Skill als Mönch immer aktivieren. Das heißt, jeder, der ihn angreift, kriegt dann automatisch halben Schaden. Das ist schon ganz cool. Auf der anderen Seite hält er halt auch nicht so viel aus, wobei er halt 14 verteilt. Das ist ziemlich gut für einen Mönch. Ich meine, hier ist jetzt 108, das ist eine physische Klasse. Gut, unser Ziel ist es, uns durch dieses Flammenmeer zu kämpfen und halt hier ein bisschen aufzuräumen. Wir haben Hans als Gegner, den können wir jetzt uns, wir können uns jetzt endlich dafür rächen, dass er damals so ein Arsch zu uns war. Er droppt sogar einen Tomahawk. Nun müssen wir halt vor diesen ganzen aufgestiegenen Einheiten ein bisschen aufpassen. Ding ist halt auch, dass die Flieger nicht unbedingt über diese Flammen hinwegfliegen können. Da müssen wir halt ein bisschen aufpassen. Sefi, es scheint hier eine große Anzahl Drachenadern zu geben. Wenn wir sie aktivieren, können wir vielleicht die Flammen beeinflussen. Und wir sind Schützen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber fürs Erste müssen wir eh nur vorwärts kommen. Kiragi, ich kann mal hier lang gehen. Der würde hier die Flammen aufstellen. Kann sich hier mit dem Gesetzlosen anlegen, das wollte er schaffen. So. Wir sollten uns um den da kümmern. Hinoka sollte dafür eine gute Wahl sein mit ihrer hohen Resistenz. Ist sie so schwach? Vielleicht krittet ja Scarlet. Nope. Toll, ein Angriffspunkt mehr und er hat es nicht überlebt. Dann kannst du Tuna das gleich eben übernehmen. Ich stehe ja hier gleich. Sag mal, geh mal nach hinten. So. Gut. Gucken, wie weit er kommt. Ja, gut. Kommt der. Da kommt keiner ran. Kann sich Scarlet um den kümmern. Ja.
Das war jetzt nicht so das Problem. Sehr schön. Na, bleiben wir mal hier stehen. Müssen wir die Drachenader überhaupt aktivieren? Ich glaube, zwar es wird unseren Weg einfacher machen, aber wir können halt hier einfach außen rum gehen. Ja, mit so eins wollen. Kann sich Rigo mal drum kümmern. Wir gehen hier einfach außen rum. Den kann Veloria kurz baiten. Ansonsten gehen wir hier einfach außen rum. Was soll da schon passieren? So. Nice. Na, Gott sei Dank hat der nicht getroffen. Das hätte ich ziemlich blöd gefunden, wenn der jetzt getroffen hätte. Den können wir gleich in der Player-Phase besiegen. Und den auch. Unsere Kase und Beruka sollen sich gleich den oberen übernehmen, dann kann Silas darum. Der meint, er kann ja nicht um den Magier blockiert jetzt den Weg. Kann Kiragi den besiegen? Oh ja. Und damit ist er jetzt auch gegen den nächsten Schlag immun. So. Soll sich Kasum den hier kümmern mit seiner hohen Resistenz, das ist kein Problem. Und der Typ ist ja halt noch nicht mal aufgestiegen. That was a good fight. Und so, dann kann sie das Dino eben kurz verkauen. Oh, eine Pflege, wie schön. Und so, der kommt da ja deutlich hin. Da haben wir Kiragi eben kurz wieder geheilt. Und zwei Schritte vorwärts. Ist hier noch jemand? Nö. Okay, Ryuma geht außen lang. Haben wir hier irgendwas auf Distanz? Wir haben Setsuna, die auf Distanz kämpfen kann. Soll Setsuna sich gleich hier so hinstellen, dass sie den hier baitet. Also man kann sich mal ein bisschen zurückhalten. Ryoma sollte es kein Problem sein, sich hier durchzuschnetzeln. Sag ich doch. Bei der anderen Seite kriegt er keine EP dafür, ne? Haben wir noch ein Meistersiegel auf Vorrat? Kiragi braucht gleich eins. Seht ihr das an? Die Flammen haben sich geändert. Es muss eine feste Zeitspanne geben, zu der sie ausbrechen und nachlassen. So, machen wir den mal kurz weg. Daneben. Hat genau gereicht. Hey, hey. Na, in meiner Verteidigung, davon hat er auch nicht so viel. Lass uns mal kurz gucken, ob wir einen Meistersiegel im Vorrat haben. Perfekt. Dann kann Kiragi nächste Runde aufsteigen.
So, die stellen wir. Oh Gott, hier sind so viele Ritter. Die Pflanzen, ne? So. Gut, dann haben wir hier jetzt eine ganze Menge. Aber den sollten wir lieber ein bisschen vorsichtig sein, hier bei denen hier. Der könnte doch ganz schön wehtun. Wer kommt der? Da hin. Stellen wir jetzt mal da mit Rioma. Tja, durch diese. Können wir die Wände wieder aufstellen? Nur die hier, das bringt uns nicht so viel. Das ist die hier. Ne, die kommen halt von hier noch lang. Schauen wir uns das mal raus. Das ist das nur der Magier, ne? Ja, hier ist nur der Magier. Dann kannst du Zuna sich da hinstellen. Sobald wir den Magier rausgenommen haben, ist es halb so schlimm. Und daneben. You fought bravely. Na, immer noch nicht getroffen. Dass Kase den jetzt nicht besiegt hat, wundert mich halt ehrlich gesagt nicht, aber halt Hauptsache, der General hat jetzt nicht so viel Schaden gemacht. Und ein Level Up für Setsuna. Gott, die ist ja auch erst auf Level 11. Jetzt hast du Level 12 machen. Den Buschrücken habe ich nicht dabei. Schade. Muss ich Beruka drum kümmern. Ja, das hat eh keinen Schaden gemacht. So. Tja, man kann hier noch am Rand lang. Kann das Hörer da einfach rumfliegen. Charakter können wir hier hinstellen und immer kurz aufsteigen. Mal gucken, wir können entweder zum Kinchi-Ritter machen und zum Scharfschützen. Scharfschützen haben wir schon mit Takumi und hier hieß Setsuna ist ja auch einer. Er war ja selber auch einer. Ich glaube, Kinchi-Ritter wird ganz, ganz spannend für ihn. Ich meine, selbst wenn der Bogen seine Hauptangriffswaffe bleibt, ein bisschen mehr Movement und Flugfähigkeit ist halt immer geil. So. Kann sie das Thema wegräumen. Now we can breathe easy. So, wie sieht's hier auf der Seite aus? Wir müssen uns um den da kümmern. Meloria sollte tanky genug sein, um sie mit allen hier aufzunehmen. Höchstens die Aufgestiegenen machen hier vielleicht ein bisschen Probleme, weil sie nicht so viel KP hat wie Keaton zum Beispiel. Oh, wir sollten sie auch mal aufsteigen lassen. Rioma hat ja noch ein Meistersiegel. Und dann kriegt. Ich muss ja gleich erstmal ein Level up. Oder vielmehr
ihren Aufstieg. Oops, I slacked off. Er kommt da nicht ran. Gut, hier wären halt die Angriffsfelder. Den sollte ich Scarlet kümmern. Also da hätte ich jetzt einen kritischen Treffer erwartet bei 30 und nur 89 Treffer. Okay. Du musst mal kurz weg. Und du kannst dich stehen bleiben. Tja, er macht nicht mehr Schaden. Und das, obwohl er ein Waffenvorteil ist. Und das reicht ganz genau für den Kill. Na, mal gucken, ob er trifft. Natürlich, was habt ihr denn gedacht? War ja nur 50-50. Was hat Beruka eigentlich den Aktivierungswert auf Sonne? Das aktiviert sich ja fast jede Runde. Ich glaube, das ist Fähigkeit im Prozent, ne? Mal gucken, was er da hat. Sie hat 30. Das ist ziemlich gut. Schön, dass Ryoma mit dem Meistersieger gekommen ist. So, die Ulfeldin und die Kitsune, die haben halt nur eine Option. Können halt einfach nur aufsteigen. Wo ich mich da frage, so warum haben sie dann halt nicht gleich das zu einer Special-Klasse gemacht, wie bei Asura auch. Die Klassen sind ja schon ziemlich ungewöhnlich. Hat sie noch ein bisschen mehr Resistenz bekommen. Und nichts dazu. Naja, aber sie sollte mit dem doch klarkommen. Ja, Ryoma kann da eigentlich stehen bleiben. Also. Vielleicht kommt er hier. Kommt es dahin. Kase den mal baiten. Das reicht. Es ist halt ziemlich cool bei Kase und Beruka. Die können halt immer so hin und her switchen. So, wenn wir halt physische Gegner haben, können wir halt auf Beruka gehen. Und wenn wir halt Magier baiten, müssen kein Kase das halt übernehmen. Oder halt auch wenn, halt, Beruka mit ihrer geringen Resistenz irgendwelche Probleme hat, kann Kase das halt einfach übernehmen. Mit 29 hält er eine ganze Menge aus. Muss ein bisschen aufpassen, dass wir bei denen da nicht reinschlafen. Mhm, habe ich mir fast gedacht. Na gut, in den nächsten Angriff der Kiraki halt eben wohl. Einmal kurz heilen. Und dann kriegt das Dora auch noch ein Level ab. So. Ja, es ist jetzt ein Einhornwolf. Nice. Keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben.
Ja, zertrümmere noch mal seine Beinknochen. Perfekt. Kein Ding für uns. Und Level für Kase. Schön, Verteidigung. Zwar keine Stärke, aber immerhin Verteidigung. Und er hat Exitus gelernt. Exitus ist eine ziemlich coole Fähigkeit für Kase. Exitus, naja, kann Exitus mit dem Gegner machen, wenn sich das aktiviert. Und den Gegner halt instant killen. Was bei Kases geringem Stärkewert halt ziemlich gut ist, weil er es halt selten schaffen wird, den Gegner, wenn er halt ein bisschen stärker gepanzert ist, zu besiegen. Und es aktiviert sich in einer Chance von Fähigkeit im Prozent mal 0,25. Ja, also haben wir eine relativ hohe Proc-Chance drauf. Was eigentlich auch ziemlich cool ist. Und naja, den Rest des Kapitels werden wir uns dann in der nächsten Runde vornehmen. Denn wir machen jetzt erstmal eine klitzekleine Pause. Sehen uns dementsprechend beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, wir sind auch wieder mit dabei. Bis zum nächsten Mal und ciao!